Aujourd'hui, je suis roulé à France. Und das war wahrscheinlich jetzt grottenfalsch. Anyway, heute geht's nach Frankreich, allerdings nicht wirklich tief hinein, weshalb mich meine limitierten Französischkenntnisse nicht sonderlich stören. Es geht kurz hinter Karlsruhe, hinter der deutschen Grenze, wartet ein Kunde darauf, dass ich ihm den bei uns gekauften Projektor mitsamt Leinwand und einer schönen Vorstufe kalibrieren. Normalerweise fahre ich jetzt ja nicht zu Einzelkomponentenkunden wegen einer Vorstufe zum Kalibrieren in dem Preisbereich, aber wenn ein Kunde jetzt natürlich einen Beamer kauft und ich ohnehin hinfahre, dann ist logisch, dass ich auch gucke, dass die Vorstufe läuft, ganz klar. Problem ist nur an der Sache, das System hat sich der Kunde im Laufe der Jahre selber zusammengebaut, es ist also nicht von mir designt. Das Ganze ist im Wohnzimmer und der Kunde hat das Ganze weder Richtung Restlichtabsorption noch Richtung Akustik in irgendeiner Form optimiert. Und ich habe dem Kunden schon vorher gesagt, dass das der limitierende Faktor von allem sein wird. Und der Wunsch von ihm ist, wenn ich sowieso komme, wegen der Beamer-Kalibrierung, dass ich einfach das Maximale raushol, in der Hoffnung, dadurch ein Niveau zu erreichen, welches Spaß macht und die Nachteile vergessen lässt. Ich bin da skeptisch, denn auch ich kann nur im Rahmen der Physik arbeiten. Und wenn der Raum jetzt halt hallig ist oder der Nachhall hier Probleme macht, dann kann ich jetzt auch nicht durch irgendeine Einmessung hier Wunder bewirken, zumal die Vorstufe auch nicht so extrem viele Einstellungsoptionen hat, abgesehen von der guten Raumeinmessung. Gucken wir mal, was bei rauskommt. Und dann gucken wir uns mal das Wohnzimmer hier an. Wir haben, geht es jetzt hier weniger um die Einzelkomponenten als einen Überblick. So, hier steht das Rack, die besagte Vorstufe, jetzt haben wir sie hier. Lautsprecher technisch Fokal, wunderbare Lautsprecher. Center auf dem Boden ist immer kritisch, von der Anwinklung her ist hier wenigstens nicht der Fehler, dass direkt dazwischen dann jetzt hier noch ein fetter Glastisch oder so ist. Subwoofer liegend auf dem Boden und dann haben wir hier die Leinwand, dahinter ist noch ein Fernseher. Man merkt es vielleicht schon, wenn ich spreche, ich schwenke jetzt hier immer noch ein bisschen durch den Raum, Beamer hier oben, alles weiß. Man merkt es ja eigentlich schon, selbst jetzt hier über das iPhone an der Stimme, dass das hier eine ziemlich hallige Angelegenheit ist. So, und ich bin jetzt hergekommen und Kunde hat gesagt, alles, ja, stelle ich mal das Handy dahin, das müsste eigentlich gehen. Moment, ist jetzt, ja, sorry, etwas vorsinnflutlich hier. So, passt so. Gegenlicht ist schlecht. Ich bitte um Entschuldigung, aber geht gerade leider nicht anders. So, jetzt. Also, ich bin gekommen und Kunde sagt dann, ja, ich muss eigentlich nur noch das Bild kalibrieren, Ton passt, ist super. Und weil der Beamer ohnehin jetzt erstmal ein bisschen hier warm laufen muss, habe ich dann gesagt, okay, ich messe trotzdem noch mal kurz nach, was eigentlich nach dieser hochgelobten ARC-Einmessung so passiert ist. Und ja, beim ersten Blick, wenn man sich da die Messung anschaut, muss man sagen, Frequenzgang, denkt man, oh, super, genauso wie es sein soll, nicht zu glatt gebügelt und linear mit einem leichten Abfall vom Bass zu den Höhen hin. Kunde hat zugegeben, im Bass noch ein bisschen nachgewürzt zu haben, fällt hier noch relativ moderat aus. So, auf den ersten Blick sagt man sich, alles prima, aber die Tücken liegen hier im Detail. Und zwar ist mir dann aufgefallen, dass wir wirklich üble Nachhallsituation haben. Und da rede ich jetzt nicht mal hier über diese eine Dröhnfrequenz, die sich halt ergibt, wenn alle Lautsprecher vorne an der Wand stehen und hier die Längsmode vom Raum anregen. Das ist nicht so dramatisch. Klar, es ist doof, weil es halt die eine Frequenz ist, die sich dann über alles überlagert und man wenig Präzision reinkriegt. Aber das Problem ist ja generell im Raum, die ganze Geschichte. Und dann habe ich in dem Zug mal einen Vergleich gemacht ohne ARC. Und interessanterweise festgestellt, dass hier so viel rumkorrigiert werden musste durch ARC. Und diese ganzen Raumeinmessprogramme arbeiten ja meistens über Phasenkorrekturen. Jetzt ist das Ziel eigentlich zu sagen, ja, ich möchte eine Raumeinmessung nutzen, damit es noch ein bisschen besser glatt gebügelt ist, damit die Tonalität besser passt. Aber eigentlich möchte ich, dass diese Raumeinmessprogramme möglichst wenig arbeiten müssen, damit ich wenig von diesen Phasenproblemen habe. So, und im Zuge dessen war dann die Überlegung, jetzt prüfe ich mal kurz, was hier Sache ist, gerade mit den Delays, weil die Abstimmung zwischen Subwoofer und den ganzen Lautsprechern essentiell wichtig ist für eine gute Basswiedergabe. Und hier sind dann gleich mehrere Fehler aufgetreten. Punkt 1 ist,
Ich klicke es mal hier an. Das war der Subwoofer, also der reine LFE-Kanal, als ich gekommen bin. Das ist jetzt ohne ARC und hier haben wir es mit ARC. Also mit ARC muss man natürlich sagen, ist ein bisschen mehr glatt gebügelt und der Subwoofer hält auch sein Werbeversprechen ein. Läuft auch bis 20 Hertz. Es geht jetzt auch gar nicht um das eigentliche Gerät an sich, sondern um dessen Einstellung. Jetzt ist nämlich hier rausgekommen, wenn man sich das anschaut, dass so bei 80 Hertz eigentlich der Frequenzverlauf schlagartig nach unten fällt. Hier waren zwei Fehler drin. Der Subwoofer war falsch konfiguriert und die Vorstufe. Und nachdem ich das zusammen mit dem Kunden hier korrigiert habe, war dann der Subwoofer auf einmal deutlich breitbandiger. Zwar immer noch nicht ganz so, wie ich mir das wünschen würde, mit etwas zu viel Gewichtung im unteren Frequenzbereich. Ich nehme aber an, dass das jetzt hier in dem spezifischen Raum eher durch die Aufstellung kommt, als dass jetzt eine Subwoofer-Charakteristik hier vorliegt. Weil so merkt man, spielt er ziemlich sauber den Bereich ab, den wir für ein LFE haben. So passt es. So, also hat der Kunde vorher gar nicht mitbekommen, dass ihm ein ganz wichtiger Bereich, nämlich der hier, komplett gefehlt hat. Der war einfach nicht da, weil falsch eingestellt Subwoofer, falsch eingestellt Vorstufe. Und da kann dann auch diese Raumeinmessungskorrektur nichts machen, wenn die Grundparameter so falsch sind, dass dann eben der Frequenzverlauf nicht passt. So, dann habe ich als nächstes mal geprüft, wenn ich jetzt einen Lautsprecher nehme, also auch die großen Vokallautsprecher hat der Kunde hier bei 40 Hertz getrennt. Ich muss jetzt gleich nochmal messen, was eigentlich passiert, wenn die Full Range laufen. Ob es wirklich notwendig ist, dass die getrennt werden. Das mache ich jetzt eigentlich gerade mal nebenher. Kleinen Moment, dann kann ich das hier gleich zeigen. Beziehungsweise ich muss jetzt die Vorstufe umstellen und mein Handy liegt jetzt hier gerade auf der Fernbedienung. Ich mache mal kurz die Messung, dann melde ich mich. So, jetzt hier diesmal mit richtiger Kameraperspektive ohne Gegenlicht. Es kam gerade eine Frage vom Kunden, die ich zum Anlass nehme, jetzt das mal kurz hier auch aufs Handy zu besprechen. Also, es ging ja um deine Lautsprecher, wo ich gesagt habe, pass auf, ein Stück weit müssen wir uns entscheiden. Entweder lassen wir deine Front, die bis 35 Hertz laufen, als Full Range laufen und verzichten auf die 10, 15 Hertz, die rein theoretisch drunter noch darstellbar sind. Oder wir koppeln einen Subwoofer an, müssen aber damit leben, dass das nicht ganz so präzise vonstatten geht in der Konstellation hier, wie es jetzt eben rein bei dem Frontlautsprecher der Fall ist. Und da kam jetzt von dir die Frage, ob es dann nicht tatsächlich bei manchen, ja, wenn man Rock hört oder Techno oder irgendwas, ob dann einfach da was fehlt. Ja, weil der Subwoofer, der würde dann die Frequenzen wahrscheinlich noch unter 35 doch noch abbilden können. Ja. Genau, deine Frage war, ob ich den einfach nur nicht noch ganz gezielt unten drunter laufen lassen kann. Ja. So, und da haben wir ein ganz einfaches, typisches Problem. In der Theorie ist der Gedanke nachvollziehbar. Jetzt ist allerdings so, wenn du dir jetzt mal hier einen Frequenzgang anschaust, jetzt mal hier von deinem Grundlautsprecher, das ist in den 35 Hertz. Das ist ja nicht so, dass der bei 34 Hertz mit einem Schlag 0 Dezibel emittiert. Das heißt, er hat ja hier immer noch bei 30 Hertz, in dem Fall 6 Dezibel weniger, als jetzt hier bei, in dem Bereich zwischen 35 und 40. Das heißt, er spielt ja auch in den tieferen Frequenzen immer noch ein bisschen mit. Und wenn wir uns jetzt hier auch den Subwoofer anschauen, wo haben wir es denn hier? Ja, da hatten wir ja vorhin das Thema mit den Frequenzeinstellungen. Praktisch das Maß an Frequenzabfall, das ist die sogenannte Flankensteilheit. Mhm. Und wir können den Subwoofer rein technisch in dieser Konstellation nicht so einstellen, dass er exakt bis 34 Hertz läuft und dann komplett runterfällt, während der Hauptlautsprecher bis 35 oder andersrum, ab 35 mit einem Schlag anfängt. Wir haben immer so einen Bereich. Und diesen Bereich, wie steil es abfällt, den gibt einerseits natürlich dann der Lautsprecher vor, beziehungsweise der Subwoofer und die Elektronik. Wenn ich ihn weiter oben einstecken lassen würde, dann wende ich genau, so. Und da muss man einfach gucken, bei welcher Frequenz setzen wir das ein. Für gewöhnlich redet man hier von 12 Dezibel pro Oktave, also ein relativ flacher Verlauf von dieser Flanke. Das ist das, was wir nicht wollen. Wenn das nämlich da nicht perfekt synchronisiert ist von der Zeit, dann haben wir da einfach Phasenungenauigkeiten und dann ist es schlechter, als ob der Lautsprecher einfach Full Range läuft. Und genau das muss man jetzt einfach gegeneinander prüfen. Dann könnte man hier natürlich zusammen mit einer Profi-Vorstufe, wo ich die Flankensteilheit einstellen kann und noch ein paar andere Dinge, da könnte ich dann natürlich näher an den Punkt kommen, auch noch nicht perfekt.
als jetzt hier, wo wir einen Subwoofer haben, der jetzt halt da unten steht, der zu dem rechten Lautsprecher einen anderen Abstand hat zu dem linken, die ich alle nicht perfekt einstellen kann. So, und an dem Punkt können wir jetzt leider nicht einfach so das Ideale herstellen, was du hättest, so nach dem Motto hier, Subwoofer bis 34 und fertig. Wir haben immer einen Übergangsbereich und wir müssen immer prüfen, ob uns der mehr kaputt macht, als das, was wir an anderer Stelle gewinnen. Was machen wir jetzt? Ich muss jetzt weiter hier messen und gucken, wie weit wir da kommen. Das ist jetzt halt einfach auch eine Zeitfrage in Bezug auf welchen Lautsprecher, mit welchem Hörplatz, mit welcher Einstellung wir das machen, wie sich ARC jetzt einfügt, weil das ist letztendlich immer so eine Art Blackbox. Man kann die Settings generieren durch Delay, durch Pegel. Man muss übrigens dabei noch einen Punkt beachten. Die Vokallautsprecher, die du hast, sind an einem Punkt etwas ungewöhnlich konstruiert. Und zwar, die meisten Lautsprecher sind auf der Nullphase. Das heißt, du gibst Strom rein und zuerst hast du den Ausschlag nach oben bei der Amplitude. Die machen es komplett andersrum. Das heißt, die Vokals haben immer zuerst die Amplitude nach unten beim Messen. Da holt immer erst die Membran nach innen sozusagen, ja, holt quasi Luft, um es mal menschlich auszudrücken. Genau. Das heißt, die läuft grundsätzlich schon mal phasenverkehrt, die Vokal, wie andere Lautsprecher. Okay. So, und das muss man jetzt natürlich dann auch beim Delay berücksichtigen oder mit der Lautsprecherpolung beim Verstärker hinten. Weil die ARC-Raumeinmessung, die du hier hast, macht auch keine Phasenprüfung. Die guckt sich jeden Lautsprecher einzeln an. Okay. Und das mag vielleicht auch ein Grund sein, ich muss nochmal gucken, warum die Rear-Speaker, die ja, sind die von Vokal? Ich glaube nicht, habe ich gar nicht drauf geachtet. Diese flachen Teile. Ja. Auf jeden Fall sind ja nicht homogen zu den Frontlautsprechern. Deswegen muss man prüfen, ob die überhaupt auf derselben Phase laufen, dann hast du ja deine Deckenlautsprecher da oben. Nein, der ist nicht aktiv. Achso, die sind aber im Setup drin. Ich habe die jetzt noch nicht mitgetestet. Ich habe nur die beiden unteren. Da stand was mit Height drin. Height 1, Height 2. Gucken wir uns gleich nochmal an. Auf jeden Fall so viel zu dem Thema Subwoofer. Und auf deine Frage zurückzukommen. Wir gucken, wie weit kommen wir mit Messungen mit der Angleichung der Satelliten an die Subwoofer. Also beziehungsweise der Frontlautsprecher, wo können wir die ideal trennen, wo haben wir bestmöglichste Bedingungen und da muss man es einfach hören. Das ist immer das Wichtigste, nie einfach blind nur den Messwerten vertrauen, sondern immer mit Menschenverstand und Logik sich überlegen, kann das überhaupt sein und dann immer gegenhören, weil es bringt die beste Messung nichts, wenn man nachher sagt, Mensch, irgendwie klingt es kraftlos oder mir fehlt irgendwas. Ich habe schon so ein paar Stückchen wohl. Alles, was wir hier machen, machen wir nur, damit man Spaß hat und nicht damit man irgendeinen Messschrieb übers Bett hängen kann. Aber es ist halt aus meiner Sicht die beste Hilfe, erstmal auf technischer Basis in so ein Kino einzusteigen und dann zu gucken, wo kommen wir da Schritt für Schritt weiter. Genau das machen wir jetzt. So. Hier, das ist jetzt das Brightness-Testbild. Und man sieht jetzt hier, wenn man mal auf die Hintergrundfarbe achtet, ist das jetzt eigentlich ein 100% schwarz. Und jetzt würde man sagen, okay, dieses Schwarz nehme ich, gekauft, das ist okay. Jetzt ändere ich mal das Checkerboard. Sprich, hier ist jetzt die Hälfte des Bildes weiß und die Hälfte des Bildes schwarz. Und obwohl das jetzt rein technisch innerhalb vom Beamer dasselbe Schwarz ist, wie das, was wir in dem anderen Bild hatten, kommt es für uns, für unser Auge, viel heller vor. Und es kommt uns deswegen heller vor, weil es durch die Raumreflexionen auch aufgehellt wird. Und das ist der Grund, warum man im Wohnraum immer ein Kontrastproblem hat. Was jetzt hier deutlich besser ist als in vielen anderen Wohnrauminstallationen. Immerhin gibt es hier einen gewissen Absatz, einen Abstand zwischen der Leinwandoberkante und der Decke. Denn das ist ein Punkt, da ist jeder Zentimeter hilfreich, den man von der Decke wegkommt, dass wenigstens das, was zurückstrahlt, ein bisschen einen Abstand hat. Aber ansonsten wirst du dich wundern, was sowohl für das Auge, weil die Ablenkung von der Decke kommt ja noch dazu, aber auch durch die Zurückreflexion besser wird, wenn du dir vorne irgendwas Schwarzes an die Decke machst, was das Licht schluckt. Weil ich gehe jetzt nochmal zurück. Jetzt einfach nochmal hier, ich zoome auch nochmal hin, auf dieses aufgehellte Schwarz achten. Und jetzt, ich habe jetzt gerade leider kein komplett schwarzes Bild hier, aber ich gehe jetzt mal hier wieder auf den Brightness Checker. Ja, und dann haben wir hier wieder das komplett oder mehrheitlich schwarze Bild. Das ist jetzt noch nicht mal richtig schwarz, aber man merkt halt mit einem Schlag, ich gehe jetzt nochmal zurück zum Checkerboard, wie sehr das Schwarz aufgehellt ist, nur durch den Raum.
Ansonsten ist die reine Messung vom Projektor einwandfrei jetzt nach der Kalibrierung. Man sieht allerdings auch hier unten, ja, da sollten wir eigentlich jetzt hier mit dieser Gamma-Kurve auf 0 kommen. Ich meine, es ist klar, kein Beamer schafft jetzt hier 0,000 Candela. Ja, das ist halt dann das, was variiert. Das wäre beim Heimkino ein Tickchen besser. Trügerisch ist halt nur, wie gesagt, weil die Messung geht immer von vollflächigen Testbildern auf, also aus dem schwarzen Hintergrund. Also deswegen gibt uns das, diese Messung jetzt hier keinen Aufschluss darüber, wie der Inbildkontrast ist. Ansonsten hier Gamma-Verlauf ist sehr gut. Auch die Farben passen jetzt, auch die Saturationswerte. Aber eben in der Praxis mit der Decke muss man halt einfach um die Limitierungen in dem Wohnraum wissen. Um dann irgendwann mal, wenn man sich verbessern möchte, jetzt weniger nach einem anderen Beamer zu schauen, der vom Schwarzwert besser ist, weil den kann er ja sowieso nicht umsetzen, wenn die Decke zurückstrahlt, sondern dann eher beim Raum ansetzen. Da kann man viel Geld sparen und ein besseres Bild kriegen. Jetzt bin ich schon wieder auf dem Rückweg hier durchs malerische Elsass. War ein toller Termin, hat Spaß gemacht. War zwar ein bisschen mehr Arbeit, als ich jetzt gedacht habe, hier erstmal zu gucken, war dann auch wirklich so, dass der Subwoofer und die Lautsprecher phaseninvertiert waren, weil der Kunde dachte, ich lasse alles auf 0 Grad und mache dann eine Raumeinmessung und dann ja mit falschen Daten. Delay hat auch nicht gestimmt, aber das konnten wir alles korrigieren, haben nochmal die Raumeinmessung drüber laufen lassen und Kunde war völlig begeistert. Und das freut mich, wenn man zum einen spürt, dass man jetzt nicht umsonst hier einen halben Tag beim Kunden war und durch die Gegend getuckert ist, sondern auch wirklich was vorangebracht hat. Und das Schöne ist, bei dem Kunden ging es auch noch einen Schritt weiter. Ich bin dann auch mal ehrlich und bestätige dann, was mir gut gefällt, aber sage dann halt auch, wo der Ansatzpunkt ist, sich dann weiter zu verbessern. Und in dem Fall ganz klar der Raum, Akustik und Bild. Und das kam beim Kunden an und auch bei der Frau, aber nicht auf eine Weise so, ja, der Mette möchte uns jetzt hier Hardware verkaufen oder Vorhänge verkaufen. Ganz ehrlich, das haben wir jetzt echt nicht nötig, dass ich jetzt hier den Kunden aus das Auge drücke, sondern die Kunden haben sich in dem Sinne gefreut, oh ja, wir könnten damit Decken, also Ideen einfach generieren. Mit dem Deckensegel, das muss nichts Hässliches sein, das kann man toll in den Raum einbinden, genau wie Vorhänge nichts grundsätzlich Schlimmes sind. Was man dann für Möglichkeiten hat und dann einfach so ein bisschen die Kreativität anspornen. Das ist schön zu wissen, dass der Kunde gleichermaßen zufrieden ist, aber auch ambitioniert in die Zukunft schaut und dann am richtigen Punkt ansetzt und jetzt nicht zu den Leuten gehört, die jetzt total kirre werden, wenn jetzt eine neue Vorstufe irgendwo 5 Wertungspunkte mehr hat in irgendeinem Testblättchen, sondern, oh, hier muss ich gar nicht abbiegen, Entschuldigung, zu viel Gas gegeben. Ja, sondern halt einfach genau weiß, worauf es ankommt. Ja. Bei ihm bedanke ich mich fürs Reinklicken ins Video und die nächste Episode folgt.